Ein wunderschönen guten Tag alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Johnny hat es in der letzten Folge dezent übertrieben, aber nur ganz dezent und hat dabei das Weite gesegnet. Naja, kann mal vorkommen. Ich sag mal so, vielleicht liegt es dezent auch an mir, weil nicht immer er ist schuld, ne? Ist immer so nach dem Motto, wenn irgendwas schief läuft, sind es immer die anderen. Man ist es nie selbst. Was habe ich immer? Der Magnum da drauf schießen. Boom. Instant tot. Okay, geil. Finde ich schon mal, warum lädst du nach? Brauchst du gar nicht. So, und ich war da mal kurz dorthin, war die Sachen holen und bin jetzt wieder hier. Ihr seht ja, wir haben ja unten den roten Balken, das ist halt nicht so geil. Da haben wir noch den Endloot holen, da haben wir hier noch einen Schmelztiegel gekriegt. Habe ich aber alles auf Cam gemacht. Ich dachte mir, komm, die Quest ist eh versaut. Bringt ja jetzt nichts. Und hab ein bisschen geschmiedeter Stahl gekriegt. Oder hatte ich irgendwann mal bekommen. Dann die Mods hier hatte ich drin. Ich habe noch eine Reflexziel-Mod bekommen. Finde ich an sich mega geil. Ich weiß aber nur nicht, auf welche Waffe ich es auftragen soll. Weil Stufe 4 wäre ja an sich gut, aber so wie ich die kenne, passt da wieder nichts rein, ne? So. Die Handgriff-Mod. Vergrößerter Trommel. Ja. Ja, die vergrößert halt, verdoppelt hat die Dinge. Also das finde ich halt schon, ja, besser, dass es so bleibt, wie es ist. Was ist denn mit dir hier? Kann ich da auf dich draufpappen? So, übrigens, ja, ich habe auch jetzt eine Stufe 6, 9 mm bekommen. Ja, sieht doch geil aus. Das kann man so machen. Das sieht mega geil aus. Habe ich auch noch im Endloot bekommen. Ich habe meine Vierer, die habe ich jetzt hier reingelegt. Wo ist sie hin? Da. Bitte nach unten. Falls ich nochmal sterbe, dass ich wenigstens das Fahrrad hier habe und dann auch halt eine Waffe, mit der ich mich verteidigen kann. Auch wenn ich keine Klamotten habe, ist aber nicht so schlimm, ne? Also, wichtiger ist halt tatsächlich, dass wir uns ein bisschen verteidigen können. Weil ich habe mal festgestellt, hier in dem Gebiet, das ist nicht ohne, ne? Es ist wirklich nicht ohne. Aber auch das Gefühl, dass ich mehr abkratze als den Rest. Liegt aber daran, dass ich so ein Draufgänger bin und, ne? Du kehrst nach dem Motto. Müssen wir aber ein bisschen ändern. So, wir haben 5:02 Uhr. Ich würde mal sagen, wir looten noch das Auto hier. Dann wird es ja schon langsam kurz nach 6. Dann können wir mit dem traden. Und da bin ich mal gespannt, ob wir meine kleine Überraschung noch kriegen, die ich dort verursacht habe. Oder ob er mittlerweile weg ist. Weil, als ich rüberkam, hatte ich ja nur mein Fahrrad dabei komplett nackt. Ne? Bin dann auch fast nochmal gestorben. Also sehr entspannt sowas. Und bin da beim Händler. Moment, zeige ich euch gleich, wenn wir gleich fertig sind. Oh, noch einen Motor gekriegt. Das ist gut. Also das mit der Knarre, das ist wirklich unfassbar geil, ne? So, pass auf, da bin ich hier runtergerast gekommen mit dem Fahrrad. Keine Ausdauer, seht den Händler, ist der, ja geil, zum Händler rein. Geier im Nacken, könnt ihr vorstellen. Piekst mich irgendwie noch 13, 14 live. Renne bei denen in die Hütte rein, der Geier nach, ich wieder raus, Tür zu. Geier sitzt da im Shop drin. Naja, ich weiß nicht, ob der jetzt despawned ist oder was auch immer. Auf jeden Fall habe ich ihn dort zuletzt gesehen. So, da bin ich mal gespannt, wenn wir gleich rein können, ob der da immer noch drin sitzt oder was auch immer der jetzt mittlerweile macht. Naja, gut. Und dann stand ich vorhin hier schön gemütlich rum und irgendwo... Was hier? Ich weiß es gar nicht. Hat mich eine blöde Schlange gebissen. Fand ich auch schon mal richtig geil. Also, er hat schon gut gelitten in der Zwischenzeit. Nur das bisschen rüberfahren und dann looten und, ja, keine Ahnung, wieder zurück. Also, es war schon ein bisschen heftig. Kannst du da irgendwas davon einladen? Du hast jetzt zu viel eingeladen, ne? Ne, es passt, es passt. Aloisa mit, komm, die kannst du noch rüberpacken, den Motor kannst du noch rüberpacken und du kommst mal dahin. Motor rein, bitte. Danke. So passt das. Das hier verkaufen wir beim Händler und das Licht, das zerlegen wir mal, ne? Super. Bisschen Eisen kann ich schaden. Rein damit. Ja, jetzt haben wir es gleich geschafft. Okay, pass auf, wir gucken uns mal kurz hier um. Ey, dass ich auch so bescheuert war und mir keinen Schlafsack gemacht habe. Ich weiß manchmal nicht, was ich mir dabei denke. Ne? Aber ich habe da nicht drüber nachgedacht, weil es immer bei uns war ja alles in der Gegend, ja kein Problem so. Aber ja, wir sind ja auch weitergereist, ne? Ich hätte mal gern... Oh, was bist du denn? Puh. Nicht geladen, wunderbar. Puh. Boah, geil. Voll ein Heady. Einen dicken Heady und tot, dann nehmen wir den auch noch mit, ne? Was Kleines zu happen geht ja immer hier. Auch wenn es hier warm ist, ne? Essen müssen wir ja trotzdem. Müssen auch schnell mal ausnehmen, die Kärtchen, ne? Weil wenn der bis anfängt, hier ein bisschen, ja, den Schimmel anzusetzen, ne? Dann wird das nicht mehr so geil. Vor allem bei der Hitze hier. Ja, naja, egal. Also, Plan ist es, neue Missionen anzunehmen. Jetzt haben wir natürlich schon zwei Vierer, die gefailt sind. Die eine, für die kann ich natürlich nichts, ne? Weil die einfach unfassbar buggy war. Für die andere kann ich natürlich was dafür. Ist ja meine Schuld. Krieg ich den von hier? Ja, Headshot. Nicht gerade so ein Headshot.
Aber trotzdem tot. Nix Shot. Headshot. Geil. Geil. Oh, die 6er 9er, 9mm, die ist richtig gut. Danke dir. Also, wir müssen jetzt gucken, ob der Kollege jetzt noch hier drin ist oder ob der respawned ist. Da ist er noch. Seht ihr? Drecksvieh, ey. Drecksvieh. Ey, das war eine Aktion, ich schwöre euch. Also, ihr seht, ich habe euch nicht belogen. Das war keine erfundene Story. Das war eine real Story. So, hast du irgendwelche Aufgaben? Ja, pass auf. Jetzt machen wir es mal richtig. Abholung und Säuberung. Skyscraper 4. Nee, den hatten wir gerade. Beseitige Zombie in 700 Meter. Wo bin ich denn hier? Story Gun 2. Da scheint so ein Waffenladen zu sein, ne? So Gun, gehe ich mal davon aus. Okay, machen wir den mal. Da gucken wir mal. Ich will aber, wenn es geht, schnellstmöglich hier aus dieser Gegend wieder verschwinden. Weil, also, mein größtes Problem hier ist, dass der Händler auf dieser Seite ist. Und wir müssen hier immer durch die Flüsse durch, oder durch den Fluss durch. Und das finde ich mega ätzend, muss ich sagen, ne? Das ist eine Rumreiserei, das ist ja Wahnsinn. So, das mag ich halt nicht so wirklich. So, bist du noch getankt? 250 kriegst du noch rein. Wie viel habe ich noch dabei überhaupt? Ja, ein bisschen haben wir noch was. Okay, pass auf. Jetzt fahren wir mal querfeld ein. Deswegen ist mal auf dieser Seite diesmal. Das finde ich ja schon mal gut. Weil das drüben über den Fluss da, naja, auch wenn wir die Brücke da ein bisschen gebaut haben, finde ich nicht so gut. Ölschiefer sollten wir uns mitnehmen für die Chemiestation zu Hause. Dann, dass wir genug Sprit haben. Und ja, mit dem Truck wollte ich letzte Woche ja auch noch gucken, ob wir das andere Teil haben. Aber, oh, da sollst du vielleicht mal aufpassen. Was ist das, ein Canyon hier, ne? Oh ja, wenn du da reinfällst, dann bist du Fritte. Dann mach mal Pommes frites aus dir. So sieht's aus. Ein bisschen Hackfleisch, Chili con carne mit Pommes und Käse, Leute. Wer isst sowas? Ich esse sowas. Das ist mega geil. Hatte ich vor ein paar Tagen erst. Ohohoho. Ne? Natürlich von den Bliogen, ne? Das ist eine andere Sache, ne? Aber die ignoriert man ja gerne, ne? Und die Hunde kriegen einfach die Schuld. Das ist viel einfacher. So, habe ich euch dabei? Ich habe euch dabei. 7 Minuten gequatscht und erstmal dann prüfen ist immer das, was man braucht. Wo muss ich denn hin? 200 Meter? Könnte hier das Parkplatz sein, oder? Burger Fries, oder was? Burger und Fries. Ja, Pommes und Burger. Geil. Sowas soll man in jeder Sprache kennen, Leute. Wenn man sowas isst, natürlich. Ne? Immer davon abgesehen. Oh, das ist... Ja, gut, ne? Das ist halt... Ich erwarte mir so kleine Quests, aber nee, das ist ja Blödsinn, weil... Die sind ja alle Stufe 4, ne? Was wir hier machen. Shotgun Messiah. Das ist aber genau... Ist das nicht der gleiche Laden, den wir auch in der Dings hatten? Wir schießen jetzt nur noch auf die. Vergiss es. Die wird nicht mehr geknüppelt. Die Zeiten sind vorbei. So. Säubern, drin bleiben. Und jetzt einfach ein bisschen entspannter hier, ne? Da den Müll nehmen wir mit. Weil ich kann nicht so durch die Mission rushen. Irgendwie so mit ab 4 scheint es dann richtig abzugehen. Was ist denn los? Das ist schon den dritten Amboss, den wir kriegen. Der Loot hier ist wesentlich besser. Jetzt schreibt ihr natürlich alle, ja, natürlich ist der besser. So. Ein rostiges Fass. Ja, ein bisschen Sprit kann man immer gebrauchen. Lasst uns jetzt Zeit, ne? Also, ohne Stress. Loot mal schön die Sachen durch. Dreier Hammer, jo, wir haben 6er. Wir haben ja einen 6er, oder? Ja, 6er haben wir. Guck mal, da hängt schon der Max-Speck in der Tür. Hör mal, da drüben gibt es Pommes und Fritz. Ah, der hat noch nicht alles. Ja, ja, Moment. Bleib mal da. So, super. Ja, ich habe schon wieder die halbe Nachbarschaft aufgeweckt. Ist das schon mal wieder geil. Aber die ist doch verschlossen, aber... Ey, also, ich glaube, dass das kommt öfters, ne? Dass die verschlossen sind, aber trotzdem sich sehr leicht öffnen lassen, ne? Guck mal, wie hier beispielsweise. Einen schönen Safe sollte man mitnehmen. So, das Bild braucht keiner. Die braucht noch eine Stunde, bis die da durch die Wand kommt. Okay, wir machen das so. So, fangen wir direkt mal an. Ich klopfe und gleich geht's weiter. Ah, so ein Safe lässt sich aber schnell knacken, ne? 5000 Klack, eine Sekunde später von 5000 auf 500 runter. Und jetzt können wir ihn mal öffnen hier. Boah, der Loot hier drüben ist wirklich gut, ne? Also wenn der hier schon so gut ist, was ist, wie gut ist der dann im nächsten Biom, bitte? Ein bisschen Trinkwasser braucht man immer. Also ich habe dich gesehen, falls du mich nicht gesehen hast. Klamottesk. Ah, interessiert mich nicht.
Aber trotzdem einmal durchgucken, ne? Schön, schön einmal alles durchgucken. Man weiß ja nie. Doch, das ist 1, 2, 1 genau der gleiche Laden, glaube ich. Nur 2, ja, okay. Schön gemütlich, ne? Nicht zu viel Stress. Lass dir Zeit, mein Freund. Lass dir Zeit. Durchsuchen. Ja, die Shotguns Messiahs hier, ne? Die sind halt gut. Die sind wirklich gut. Also mir gefallen die, ne? Da kriegt man genau das, was man braucht für die Zeit. Viel Munition. Ich hätte mal gerne Innenbrille, muss ich sagen. Was bist du das für eine Wahrnehmung oder was? Standhaftigkeit. Hm. Ja. Da noch Munition. Aber sie kommen von überall angerannt, ne, die Leute. Alter, das war ich. Ach komm, bleib da draußen. Was zu trinken geht auch immer. Oh, was zu essen. Jo, den letzten noch? Hat nicht die hier alle gemacht? Ja, ne? Ich hätte gedacht, ich hätte die eine verpasst. Naja, gut. Ach ne, das ist ein anderer Schießstand. Den hier kenne ich gar nicht. Das sieht anders aus als unsere. Ja, cool. Mach mal entspannt. Hier kommen bestimmt Zombies, ne? Dann Big Mama, ist kein Problem. Und Max Speck. Und der Sohnemann. Der Turi. Super. Oh ja, ein bisschen kommt hier was. Noch was hinter mir? Nö. Ich finde die Mama. Die Mama hat es verdient, erstmal was abzukriegen. Super. Max Speck. Boah, die sind so robust, ne? Okay, den hätten wir mal. Ich weiß halt nicht, ob hier irgendwo was so liegen könnte. Den gucken wir mal schön hinten dran, überall. Kann ja nicht schaden, ein bisschen zu gucken, ne? Ja. Ist eine schöne Base, das hier, ne? Also, ein schöner Schießstand. Ich halte zwar persönlich nichts von Waffen, aber das hier, das ist schön. Schön gemacht. Also, ich glaube, hier fühlt man sich wohl. Schön, schön Grillplatz, so. Könnte man doch machen. Guck mal, das ist ein Fass. Das kann man bestimmt auch noch looten. Nee, leider nicht. So, hier geht's rüber. Verschlossen. Will man hier rein? Ja, ne? Da ist der Endloot vor mir. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Warte mal, ich mach mal die Tür zu, falls hier irgendwo eine Party jetzt wird oder so. Dass ich hier Ruhe habe. Weil drei Stück mit denen kann ich im Raum aufhalten. Das ist kein Problem. Aber ich brauche keine ganze Armada. Oh mein Gott. Ja, komm, das kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Das ist keine Munition. Ach, lauf, 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 lauf. Beweg dich doch. Ah. Oh. Ja, komm, Wilde. Super, einmal nachladen. Boah, guck mal hier, was ich alles wach gemacht habe. Ich bin extra da rein, für dass ich meine Ruhe habe. Guck mal. Bim. Headshot. Was? Was? Was bist du denn für einer? Hör mal. Die sind infiziert? Die gibt's auch im Infiz... Oh, jo. Oh, ne, ne? Oh, das ist ein bisschen heftig. Guck mal, da hinten wackelt es auch noch. Max Speck. Ah, komm, den lassen wir erstmal kommen. Boah, heftig. Das ist ja mal krass. Ey, guck mal hier, warte mal. Lass den auch mal arbeiten. Deswegen haben wir den doch. Ach, das kann doch nicht dein Ernst sein. Dieser Knüppel macht nicht so viel Schaden, ne? Aber der schockt die gut. Wenn man gerade keinen Bock hat, richtig aktiv zu kämpfen, nutzt man sowas. Und der letzte hier. Turi, du. Hau ab. Hottel.
Wirklich, kann nicht dein Ernst sein. Aber das roch doch schon nach Falle. Da mit dem Tor, was verschlossen ist, mit dem großen Innenhof. Und dann hier der Endloot direkt so ersichtlich. Ah, böse, böse gemacht. Sehr böse gemacht. Ist aber nicht so schlimm. So, pass auf. Jetzt looten wir mal, was das Zeug hält. Ja. Und die hier, die ist wieder verschlossen. Das ist eine 10.000er, ne? Okay, bis gleich. Also, ich muss ernsthaft sagen, das ist richtig krass. Wie lange man braucht, für so eine 10.000er Kiste runterzuschlagen. Ich werde die in Zukunft, glaube ich, mal ein bisschen ignorieren. Weil, ja, okay, das ist ja schon schön, der Loot. Aber trotzdem, ne? Also, ist ein bisschen zu heftig trotzdem. Von der Dauer her, ne? Ich bräuchte irgendwas anderes, was schneller geht. Ich müsste mal vielleicht ein bisschen die Dinger da skillen. Was sind die Dinger? Die Dietrische, damit ich da mal was machen kann. Er hat Hunger, der Kerlchen. Dann gib ihm mal ein Stück Fleisch, kann er immer vertragen. Oder zwei oder drei, ne? 2,5 Kilo, 3 Stück hintereinander. Zack, ratzfatz, rein damit. Ist ja kein Problem. Drückt man ja immer so weg, ne? Wenn man Hunger hat. So, pass auf. Da ist noch einer. Da war einer. Hier sind sie ja überall durchgebrochen. Also, ich muss sagen, jetzt wo ich hatte jetzt so ein bisschen Zeit über diese... Ernsthaft? Die sind draußen. Die sind außen, ne? Die sind außen, ja. Also hatte ich jetzt ein bisschen Zeit, so ein bisschen nachzudenken, was ich für den Stufen 4 Quest halte. Ich finde die mega geil. Ich finde die wirklich richtig gut. Natürlich, klar. Mal gucken, wo sehe ich die irgendwo? Nee. Klar, sehr groß. Cool. Genau, das macht es ja auch im Endeffekt, was so geil macht. Das heißt, man kann so eine Quest in eine Folge reinpacken. Finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Die Frage ist nur immer, wie geht man mit dem Ganzen um? Ne? Das ist es halt. Ich habe keinen Bock auf eine Hundehorde, ne? Da scheint noch einer zu sein. Hopp. Hier ist nichts. Hier ist einer, aber wo ist denn der? Kannst du mal weggehen? Ja, geht nicht. Dann laufe ich alle außen rum. Ach, die sind hier im Gebäude drin, ne? Naja. Aber läuft. Für den Rest läuft sie. Also, na, wir müssen jetzt erstmal die Quest 4, Level Quest 4 einsteigen, aber das soll jetzt auch kein Problem sein, das hinzukriegen. Den würde ich auch noch gerne mitnehmen, aber ich habe halt so Probleme, dass ich einfach dauerhaft überladen bin mit allem. Und das finde ich halt wirklich nicht so geil, ne? Na komm, den Müll lässt jetzt mal liegen. Jetzt gehen wir mal hier ins Haus rein. Verschlossen. Wir öffnen sie. Und dann geht's hier nochmal Rambazamba los, oder was? Hallo. Ah. Ach komm, der ist eh beschäftigt. Den könnt ihr einfach den Truck hier looten. Jetzt denkt ihr drüber nach. Komm. Junge. Nicht mal treffen kann ich ihn. Zurück zum Händler. Das war der letzte. Okay, das heißt tatsächlich die Hunde-Motte, Motte, ja. Die Hundehorde, die ich da draußen gehört habe, die war draußen. Aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das schon alles gewesen ist. Klar, die Quest sagt's mir. Ich sehe es ja. Aber hier ist noch ein ganzes Gebäude, was sie nicht gemacht haben. Ja gut, dann ist es vielleicht eher so eine Quest, wo dann... Oh, ein Buch. Komm, ich lerne das hier auch nochmal, obwohl ich es kenne. Kunst des Bergbau. Kaffeekumpel, liebe Praktiker von Kaffee. Sammle 10% mehr Erze, wenn du unter dem Einfluss eines Koffeinschub stehst. Okay. Ja, ja, geil. Hat der immer zwischendurch. Sauf ich ja immer. Guck mal, die kannst du noch essen. Dann hast du die mal weg. Ja, passt. Gehen wir so hin. Okay. Cool, dann würde ich sagen, hier sind wir durch. Das verlassen wir. Dann gehen wir zum Händler zurück. Wir haben jetzt 12 Uhr am Tag. Also 12 Uhr, das ist ja super. Das ist der Loot Drop. Hör mal, wie viele hast du als Tür? Ja, viel zu viel, viel zu viel. Ist okay. Wir machen es so. Die Magnum kommt mal rein. Ich wollte gerade sagen, warum kannst du hier keinen Block placen? Super, geht's wieder raus. Ja, es wäre halt schön, wenn immer überall ein Ausgang wäre. So einen richtigen Weg, weißt du, wo es reinläufst, durchläufst, rausläufst. Das wäre halt schön, ne? Kann es aber hier nicht so zu geben. Bist du immer noch beschäftigt? Habe ich dich gelootet? Ja.
Ja, wir sind halt sehr stark überladen, ne? Aber kann ich jetzt auch nicht dran ändern. Ich hoffe jetzt nur, dass hier nicht so viel Stress jetzt ausbricht. So, ab auf dem Bike. Und dann geht's wieder zurück zum Händler. Da ist er. Super. Vor allem diesmal war es mal praktisch, weil es auf dieser Seite bei uns war. Aber ich bin mal sicher, wir müssen für den Rest immer in die Stadt rein, ne? Weil, macht ja auch am meisten Sinn. Kann das sein, dass es auf einem Spot, wie hier in diesem Biom, jetzt haben wir den einen Händler da gefunden, dass es mehrere Händler gibt? Habe ich so noch nie rausgefunden. Pass auf, gibt es hier eine Straße zu dem hin? Ja, nicht wirklich, ne? Ach, komm. Ey, Drecksvieh. Wirklich, Drecksvieh. Ich mag die nicht mehr. Sonst fand ich es immer lustig mit den Geiern, ne? So zwischendurch mal ein Geier oder zwei. Aber jetzt, nee. Gar nicht mehr. Die killen mich die ganze Zeit, ne? Haben selbst kein Live, aber teilen aus wie große, ne? Sind so richtig, keine Ahnung. So Bomber, sag ich mal, ne? Kamikazen. Mm-mm. Selbst keine Ausstattung, aber teilen aus wie keine Ahnung. Richtig brutalst. Aber okay, so ist das halt, ne? So ist das. Ey, war coole Mission. Also den Schießstand da, den fand ich richtig schön. Der war auch schön aufgemacht, so, ne? Von der Aufmache her. Passt. Passt wirklich gut. So, jetzt guck mal wieder, was Bob uns sagt. Wenn ich er wäre, ich würde nicht hier bleiben, ne? Nee. Nee, ich finde die Wüste zwar schön an für sich, aber... Nee. Diese Location gefällt mir nicht. Vielleicht ist auch diese Karte, vielleicht die es macht, dass es so ist, wie es ist. Aber, I don't know. Aber Hauptsache geil, dass ich den Geier hier eingesperrt hatte, ne? Aber ich wusste mir nicht zu helfen. Ich hatte keine Waffe mehr und nichts, ne? Weil ich war ja nackt unterwegs. So, Bob, hier. Kompombogen, Brust, Armbrust, na. Wow, was gibt die Kohle, ne? Nehme ich. Jetzt haben wir dein Inventar. Wann hast du Reset? 49. Wie schwierig. Pass auf. Verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Will ich alles nicht, ne? Kritische Richter, ja. Ausdauer bleibt identisch. Die sollte ich mir dann anziehen. Die hier kannst du kriegen. Den kannst du kriegen. Den hier kann ich auch zerlegen, ich weiß, aber ich brauche ja nicht alles, ne? Das ist noch eine 6er. Die sollte ich aber reparieren, bevor ich ihm die verkaufe. Ja. Magnum-Vollstrecker. Ja. Ja. Ja, verursacht doppelt so viel Schaden. Ja, hallo, den letzten Schuss, den kaufen wir uns. Jetzt haben wir ja einer. Scharfschütze. Auf Streichschuss setzen deine Gegner wahrscheinlich außer Gefecht. Kopfschüsse haben eine Chance auf Lähmung und eine größere Chance auf Zerstückelung. Kaufe ich? Will ich auch? Hat ich den noch gar nicht so richtig durchsucht, den Kerlchen? Scheinbar nicht, ne? Pass mal auf. Ich gucke noch den Rest nochmal durch. Nicht, dass ich hier irgendwas nicht sehe oder übersehen habe, was ich benötige oder möchte. Bauplan Schlagschrauber? Ich habe. Kaufen. Ich habe ja eh Kohle ohne Ende. Also. Ne, kein Stress und so. Ja, geil. Den lernst du mal direkt. Kann man Schlagschrauber bauen? Hier. A. Ja. Und A. Super. Pass auf, wo ist die 6er? Die ist da. Reparieren. Vielleicht sollte ich mir die mal trotzdem auf Seite legen, ne? Nee, brauche ich nicht. Wird verkauft. So, pass auf. Wo war die eine, die ich noch anziehen wollte? Die hier, ne? Tragen. Ist halt schon krass, ne? Ich werde... Aber höchstwahrscheinlich kriege ich in die keine drei Mods rein, ne? Komm, zeig mal hier. Rendern. Ne, zwei. Dann vergiss es. Dann bleibe ich bei der. Also für den geringfügigen Unterschied, die er da hat, ne. Das lohnt sich nicht. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ja, verkauf sie. Komm, brauchst du eh nicht. Du hast ja eine. Ist nur ein Buch. Die will ich behalten. Willst du einen Motor haben? Ja, ich verkaufe dir den. Ich hab ja sowieso noch welche. Also. Und dann brauche ich noch eine Aufgabe. Hast du irgendwelche Aufgaben für mich? Das können wir mal gucken. Was machen wir denn morgen? Morgen machen wir dann beseitigen Zombie in 1,5 Kilometer. Ist halt ein bisschen weit weg, ne? Aber es bleibt mir nichts anderes. Vor allem ist es Stufe 1, Stufe 2, ich will eine Stufe 4. Abholung, Säuberung, das ist wieder der Tower, ne? Nein, die möchte ich nicht. Dann nehmen wir die anderen, 1,7. Installation Red Messer. Oder Mesa.
Ja, egal, nehmen wir an. Ist er weit weg? Dann fahren wir den Anfang noch ein bisschen gemeinsam dorthin. Das finde ich gut. Und den Rest fahre ich alleine, ne? So, und dann fangen wir dann in der nächsten Folge dort wieder an. Ist halt auch nicht gerade so cool, weil das so richtig weit weg ist von mir. Ja, super, kannst reinpacken. Hier, die ganzen Mods kannst du da reinpacken. Die. Da hast noch eine. Die kannst du noch verkaufen bei ihm, ne? Pack die jetzt mal so da rein. Die Mollys will ich nicht. Die Rohrbombe, das sind ja Rohrbomben, ne? Genau, die will ich auch nicht. Das hier kannst du zerlegen. Die nimmst du mit. Davon hast du nie genug. Fünfer Stab. Komm rein damit. Lernen, Papier weg. Habe ich hier keinen Platz mehr drin? Nein, ne? Diese habe ich auch noch einen Motor drin. So, pass auf, die können noch ins Bike. Die Medis. Ist eh leer, das Bike. Komm, dann pack mal das da rein. Muss ja auch gucken, dass du ein bisschen Dreck dabei hast, ne? Es lohnt sich das nicht. Ah, die wollte ich noch verkaufen. Komm, jetzt fliegen sie ins Bike. Super. Komm. Wo geht's hin? 1,9 Kilometer, 1,7. Wo ist denn das Ding? Moment. Das ist doch die Richtung. Warum sehe ich die auf der Karte nicht? Ach so, ich muss so gucken. Schatzkarte von Sarah. Wo ist denn die Quest? Naja, ist egal. Wir fahren einfach mal dorthin, ne? 1,7 Kilometer. Ich sehe sie scheinbar nicht, was auch immer ich falsch mache. Bin zu blöd, eine Karte zu lesen. So, wie fährst du? Ach, dahin fährst du, wenn ich in die falsche... Da ist die. Okay, cool. Fahren wir mal dorthin. Guck mal, was wir dort finden, ne? Das wird was. Also, wie gesagt, ein bisschen fahren wir zusammen. Das kriegen wir noch hin. Was war das? Ist wieder so ein Kojote, ne? Also, die Wüste ist nicht ohne. Muss ich tatsächlich mal sagen. Aber macht Spaß. Ah, Canyon umfahren. Boah, heftig, ne? Nee, also... Ich finde es cool so von der Landschaft, aber für hier drin zu spielen, weiß ich nicht, ob mir das so zusagt. Ganz ehrlich. Ja, gefällt mir wirklich nicht so. So, gucken wir mal hin auf der Brücke, was wir da noch machen können. Müsste hier rum. Muss die erstmal reparieren, höchstwahrscheinlich, dass ich da drüber komme. Das ist aber kein Problem. Max Steck ist auch dabei. Er ist anwesend, am Start. Er baut mit. Super. Okay. Weil durch diesen Canyon kommen wir ja so nicht durch. Höchstwahrscheinlich. Ein Huhn. Schaff's gesehen. Hühnchen. Oh. Kein Blödsinn hier. Horde Base hier drauf, Leute. Ah, ernsthaft. Hau ab. Ja, bleibt mir nichts in das übrig, als hier rüber zu bauen, ne? Ja, passt. Boah, hier runter, du bist Fritte. Keine Chance. Kein Wenn und Aber. Du bist einfach nur tot. Bitte halte durch. Max Speck ist nicht da. Komm, Kante kriegst du. Ich bin immer so sehr vorsichtig damit, ne? Nein. Oh, der ist tot. Brauche nicht drüber zu sprechen. Ah, ne, diese Gegend hier gefällt mir nicht, Leute. Er lebt noch mit viel Life. Okay, ich will mal sagen, ne, das hier war nichts, ne? Guck mal, er ist hier runtergefallen. Das heißt, hier kann man eine Unterstützung bauen, oder was? Hau den mal weg. Baust da deinen Block hin. Und dann bauen wir uns da mal wieder hoch. Boah, der hat das überlebt, ne? Wie geil ist das denn? Hätte ich nicht gedacht. Geil. Man darf ja auch ein bisschen Glück haben. Mit 4 Life überleben und nur ein Knochenbruch. Ja, da wärst du tot normalerweise, Junge. Also keine Ahnung, was du für eine Superkraft du jetzt hast. Kannst du den Block setzen? Ja, ja. Ach, ey, nee, Leute. Aufgeben ist keine Option, wisst ihr Bescheid. So, ich beende, ich laufe zu der Quest hin, ich gehe die Sache noch holen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, ciao.